Sophia Lösche 28, wollte Freunde besuchen, am vergangenen Donnerstag von Sachsen nach Bayern trampen. Dort kam sie nie an. Ihr Bruder suchte auf eigene Faust nach der Vermissten. Und war erfolgreich, er fand einen Tracker, der das Mädchen offenbar mitgenommen hat. Der LKW-Fahrer wurde festgenommen. Lesen Sie mit Bild Plus, wie es zu der Verhaftung kam, wie der Verdächtige sich verhielt und wie Polizei und Helfer weiter nach Sophia suchen.